Hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von DayZ. Ja, wir sind immer noch dabei, René zu finden. Und es ist immer noch schweinedunkel. Und René kommt mir nicht entgegen. Nein. Ich will aber hier in die Stadt rein. Ich will shoppen. Da gibt's nichts für dich. Warum nicht? Brauche eine neue Grafikkarte. Auch für mich raus. Ich bin voll vergessen, ich sehe nichts. Ja, wir kommen auf jeden Fall in der Stadt vorbei, also das lässt sich ja nicht vermeiden. Und wir haben vier Striche. Ja, es tut mir leid, dass es immer noch dunkel ist. Ich kann da leider nicht irgendwie schnipsen oder sowas und sagen, hey, jetzt ist aber Tag hier. Ich hoffe, dass ich mal übermorgen irgendwie einen Part aufnehmen könnte. Ja, genau, wie mache ich denn das mit den Hochladen? Markus will ja denn auch noch zocken. Das heißt, ich habe nur bis 21 Uhr Zeit, was hochzuladen. Aber Vormittag will er halt mal was zocken. Ach, wird Zeit, dass ich wieder in meine eigene Wohnung komme. So, da vorne sehen wir, entweder schießt da einer oder es ist eine rote Flare. Super, ich bin schon wieder auf gegnerischen Spieler gestoßen. Zu mir will keiner, das ist gut. Ja, aber zu mir wollen die alle. Oh, Fratze, Fratze. Nee, wollen wir mal nicht so Also, tun. Thema Mond, der zieht gerade auf. Ach, der kommt gerade hoch. Der kommt gerade erst, weil wenn ich mich jetzt umdrehe, ich fange langsam an, wieder das Haus zu sehen. Ja, ich merke auch schon gerade, ich sehe wieder Gräser. Hey! Mann, fällt mir ja nicht so auf. Ja, siehst du? Deswegen war es so dunkel, weil kein Mond da war. Richtig. Richtig. So, Thema gegnerische Spieler, wie viel haben wir? Ach, die Muschis, Mann, drei Gegenspieler. Wer bist denn du eigentlich auf dem Server? Ich bin Soul Hunter. Ah, okay, dann haben wir drei gegnerische Gegenspieler, die werden wir schon alle tot kriegen. Ja, ich blende sie bis zum bitteren Tode. Genau. So, wir sind jetzt auch mal in der etwas größeren Stadt angekommen. Da sind Baracken. Ich glaube, da gehe ich jetzt einfach mal rein. Muss er halt noch mal länger da ein bisschen warten. Das hält ja Kein aus. Thema. Aber Alter. da hinten ist jemand. Da brennt's. Da ist ein Auto Schön, hochgegangen. wenn man langsam wieder was sieht. Ja, wa? Oh, ich sehe auch was. So, da haben wir schon mal zwei gegnerische Zombies. Was machen wir mit denen? Die versperren uns den Weg. Ja, super, scheiß Gras. Das heißt, wir müssen uns doch. So, unser Typ ist natürlich noch nicht bereit dafür zu schießen. Die Zombies riechen uns aber schon. Danach kann man sich nämlich auch mal richten, wenn man auf Playerjagd geht. Da, wo die Zombies alle hinlaufen, da sind Spieler. Korrekt. Hat der einen Headshot kassiert, Mann. Lol, und der Typ hört mich nicht, der andere Zombie. Aber warte mal, wo ist denn der Mond? Der Mond ist, oh, ich habe keinen Kompass, ich lese nicht. Der Zombie geht zu seinen Zombie-Kollegen, okay. Ach, ficken, Alter, der Zombie hat mich gehört. Dann renn. I'm running. Ab in die Baracken, in die Plattenbauten. Also im Dunkeln, wenn man die echt ja mal komplett hochdreht, dann haben die Häuser echt was von Silent Hill, ey. Na, ich habe eher so das Gefühl, dass die Map eher was aus Crisis hat. Oder so. Weil guck dir die Palmen an und guck dir die Büsche an. Ja. Crisis 1. Aber muss ich sagen, das stört mich nicht. Finde ich eher gut, weil ich Crysis 1 vom Aufbau geil fand. Besser als der Zweierteil. Na, ich war nie ein Fan davon. Ne? Nee, ich hab's mal angezockt, aber das war nicht so meins. Ach, die Amis bauen ja gerade Nano-Suit im Real Life.
Ach so. Ah, hobbylose Menschen. Aber Crytek ist ein. Hobbylose Menschen, Crytek ist ein deutscher Verein. Noch eine Uhr. Ich will eher ein Dings haben. Ein Nachtsichtgerät, dann sehe ich auch wenigstens was. das war eine Maßnahme auf jeden Fall. Das Dumme ist, dass Taschenlampen auch durch die Wände scheinen. Das heißt, wenn unten einer wartet, der weiß jetzt ganz genau, dass ich gekommen bin. Aber okay, ich muss was sehen. Zeig mir aber gerade erschrocken. Okay, hier ist nichts drin. Was ich jetzt haben will, ist ein Glissio. Oh ja. Das wäre jetzt meine Überlegung wert. So, und jetzt sind wir mal in der großen Stadt. Jetzt kommen uns wieder ein paar Häuser aus. Oh! Hier war ein Oh. Zombie neben mir. Ah, der ist wieder weg. Ah, ich habe ja noch Knicklichter. Die kann ich ja hier auch rumschmeißen. Schmeiß mal schneller, Mann. Oder brauchst du noch so lange? Nichts zu finden. Ich bin so allein. Da hinten ist ein Haus. Ich glaube, von da komme ich. Wäre vielleicht eine Maßnahme, da mal wieder hinzugehen. So, was haben wir hier? Makarov-Magazin. Das heißt, wir sind im Anfangsgebiet. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Hier sieht man auch, dass die Scheißknicklichter auch durch die Wände gucken. Boah, so eine Stadt ist schon sehr interessant hier. Ich finde, das ist eine geile Map. Kann man Ja, nicht oft auf jeden Fall, genug sagen. Also, ne. ich finde, das sollte die Standard-Map von DayZ werden. Scheiß auf Chernarus. Die ist sowieso buggy, die Map. Und kostet viel zu viele Ressourcen. Ja. Hier kann ich auch mit 17 Frames ordentlich zocken. Wo war denn das Haus jetzt? Ach, da. Also da ist eine Tankstelle, die ist komplett umzäunt von Müll. Da ist auch ein Haus. Och, da gehe ich mal hin. Jetzt sieht man ja ein bisschen was. Naja. Oh, das ist ja eine coole Tanke. Also so wie der Müll da rumgebaut ist, kann man da schön einparken, tanken. Ich bin vor Zombies umzingeln. Da kommen auf einmal 5 Millionen Zombies aus einem scheiß kleinen verfickten Haus. Ja, und alles nur deswegen. So, der eine rennt mir auch schon hinterher. Super, ich renn mal weg. In Benio bin ich. Wo? Hier ist gerade ein Schild, Benio. Ah, ich sehe den Mond. Ich sehe den Mond. Hallo, Mr. Mond. Und die Städte gefallen mir hier mehr. Man kann in jedes Haus reingehen. Korrekt. Du hast ja beim ersten Part das Hotel gesehen, wa? Ach, da war das so lange. Na klar. Ich hab echt vor, so ein Hotel mir zu schnappen und mich mit meinem Team da einzubauen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Mission wert. Das wäre auf Aber jeden ich weiß nicht, ob das so schlau im Let's Play ist zu sagen, weil dann machst du dir ganz schnell Feinde. Fall. Hey, sollen sie alle kommen, Mike? Wenigstens ein paar Wie Feinde. kann ich denn da sein? Guck mal, Spinio. Wie wo kann ich bist denn du? auf einmal da sein? Und wir gucken gerade mal auf die Map. Ich bin jetzt auf einmal ganz woanders. Bist du neu connected? Nee, links bin ich auf einmal. Als ich gespawnt bin, hieß es Villa Gomez. Das ist oben rechts. Jetzt bin ich in Benio drin. Das ist auf einmal auf der Halbinsel oder Insel links. Bin ich denn? Ich bin noch gar nicht gelaufen. Benio? Wo soll das sein? Das ist links, so eine Halbinsel.
Halbinsel oder eher Insel. Kann man sehen, wie Aber man auf will. der Insel immer noch bei Villa Gomez. Nö, eben nicht. Willst du mich Die Villa verarschen? Gomez ist ja eine komplette eigene Insel. Ja, ich weiß es nicht, da bin ich gespawnt, aber ich bin jetzt in so einer Fabrik, die ist in Benio und die ist links. Wie links? Links, links, nördlich, links. Ja, nord-südlich so, das ist so eine größere, ja, ich sag mal Halbinsel. Unten. Nee, nee, links, links oben. Da ist. Ist das, glaube ich, von dieser Insel da. Ich glaube, das in der Mitte ist das. Ist da ein Flughafen in der Nähe? Keine Ahnung, den kann ich nicht sehen. Aber du siehst auf der Map, oder? Mach keinen Scheiß, Warte. ich bin jetzt hier nicht umsonst hingelaufen. Da am Flughafen? Ey, log nochmal aus und log nochmal ein. Ja, warte. Oh, hier sind Hochhäuser. Leute, richtig mit Parkplatz. Ja, ist doch geil, gleich looten wir. Jetzt renne ich hier einfach nur rum, Alter, sollen die Zombies da kommen. Ja, komm drin hier. Los, Nee, komm. da ist kein Flughafen, oder? Nee. Da oben ist einer, das, da bin ich aber scheinbar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Er hat doch ein Villa Gomez, hat er zu mir eben noch gesagt. Ist auf einmal. Genio, wie geht denn das? Sag mir wo. Warte. Ja, Benio. Lingo Benio. Das ist auf der linken Seite. Westlich von Fernando. Auf dieser Insel da. Genau in der Mitte muss das sein. Das gibt's auch gar nicht. Wie komme ich denn da auf einmal hin? Bovio? Bevio? Benio, ja. Bist. Ey, Alter, wie kommst du da hin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall ein Flughafen in der Nähe auch. Ey, ist nicht dein Ernst, Mann. Ist hier so ein, ja, was ist das? Fabrikgelände oder eher kleines Städtchen? Da kann ich ein bisschen looten. Der Mond ist ja endlich Ich da. dachte, du bist in der Villa, Mann. Ich war auch in der Villa. Ich war Ah, ist Teleporter, da. ja? Ja. Na, dann loote ich hier doch ein bisschen. Dann zücke ich noch mal schnell mein Brecheisen und wenn Zombies kommen, dann gibt es hier Kannst du was. mir aber jetzt auch entgegenkommen? Ach, muss ich hier jetzt mal nachladen? Geht gar nicht. Mein Brecheisen ist leer. Guck mich hier gerade mal ein bisschen so in der Stadt um. Da unten steht ein Auto, das wird wahrscheinlich nicht begehbar sein. Ach, ja. Fail-Aktion, würde ich mal sagen. Nicht. Nicht. Fail-Aktion oder was? Das ist mehr als Fail. Riesenfail. Ja, aber wenigstens sehe ich jetzt mal in den Häusern was. Der hat mich geschlagen. Sind der? Kann er nicht machen. Geh jetzt in die Feuerstation rein. Will mich da noch mal ein bisschen umgucken, ob ich da vielleicht ein Ghillie oder sowas ähnliches finde. Oder Nachtsichtgerät. Hoffnung stirbt nie. Na, den größten Rucksack habe ich ja schon, ne? Das ist schon mal ein guter Anfang. Nachtsichtgeräte spawnen die denn im Feuerwachen? Glaub schon, ne? Also was ich so gehört habe, ist, Ghillie-Suits sollen auf jeden Fall irgendwie ein Apartment und sowas gerne. Ich hab ne Waffe, ich hab ne Waffe. Aber ohne Muni, bisschen Arsch. Oder? Ja, keine Lass Munition. mich einfach überraschen. In Kirschen haben wir schon mal Dings gefunden, ja. Jetzt kommt er wieder hier rein, sag mal. Hier ist voll die McDo-Werbung, ne? Schon mal mitbekommen. Ja. Ja, ich glaube hier die Leute, die die Map gemacht haben, die sind hier noch nicht fertig gewesen.
Wie viel, das sind so kahle Landschaften. Oder hier sind so, keine Ahnung. Kenne mich in diesen Gebieten hier aus. So, da ist Pizza Boy. Hallo Pizza Boy. Bring mir mal was mit. Oh. Das ist besser. Wenn ich ein Nachtsichtgerät finde, werde ich mich bei dir melden. Wäre sehr aufmerksam. Ja, ich habe gerade Granatenwerfermunition gefunden. Ich dachte, die war. Oh, ich habe ein Fernglas gefunden. Ich glaube, das habe ich schon. Nee, habe ich noch nicht. Lol, ich habe noch kein Fernglas. Ich wollte vorhin was ausspähen. Aber ich hatte Jutes, dass ich eine SVD gefunden. Oh. Bei SVD weiß ich, wie man die, die Entfernung misst. Ohne Entfernungsmesser. Und wie? Ich weiß nicht, kannst du dir so ein SVD, Visier jetzt gerade mal vorstellen? Ja. Du hast doch dort diese, links unten hast du diese, Zahlen dort. Diese Kurven und so ein Scheiß. Ja. Und den Menschen, den du anvisieren willst, den packst du dort in diese Kurven rein, so dass er mit seinem Kopf und seinen Füßen direkt so abgleicht. Ne? Und schon weißt du, ob er 200 bis 400, 800 Meter oder weiter weg ist. Ach, ganz simpel, man muss sich das einmal ansehen, ne? Und dann hat man es draus. Aber das geht halt, diese Ami-Gewehre, da soll es auch irgendwie gehen, aber da weiß ich nicht wie. Ja, da haben die Russen schon echt was Gutes gemacht. Ja, genau, ich höre gerade 500 Zombies. Oh. Hm. Oh, 138 sind auch schon wieder hier. Wo kommen die denn jetzt her? Kommt der schon wieder hoch? Hä? Von wo kommt der Zombie denn? Verpiss dich mal. Auf jeden Fall habe ich in der Kaserne gefunden. Ich glaube, ich mache die jetzt so lange platt, Alter, bis ich irgendwas gefunden habe, was ordentlich gescheit ist. Nämlich. Ich höre jemanden schreien. Ich glaube sogar, ich habe gerade jemanden schießen hören. Na, dann mach dich da mal aus dem Staub. Nö. Oder geh voll ins Gefecht. Soll er kommen, Alter? Ich hab Halbautomatik, ich hab hier Automatik, ey. 30 Schuss hier in sein Gesicht. Na. Ne, und zwar kannst du am besten farmen, indem du alles leer machst. Ja. Also wirklich den letzten, egal was es ist, den Scheiß da vorhin legst, kurz weggehst, ne? Und dann gehst du wieder rein, dann ist wieder neu gespawnt. Okay. Da sind Türme. Ah, ich würde sagen. Ich habe ja schon mal einen Raketenwerfer da drin gefunden. Du hast schon mal einen gefunden? Ja, habe ich so hochgeladen auf YouTube. Ach, das ist ja geil. Naja, ist auch sehr geil, damit einmal rumzuschießen. Ich habe mir in der Aufnahme gedacht, ach, ballerst du einfach mal jetzt rum, wie so ein Bekloppter, ne? Jaja. Ja. War nix. Nein, das konntest du vergessen. Das war eher so unclever, weißt du? Auf einen Zombie habe ich geschossen. Statt ich alle gepolt habe, weißt du, nein, schieß auf einen Zombie. Wird schön. So. Na, jetzt mach ich das Ding mal leer hier. Ring habe ich schon mal gefunden. Das ist schon mal was. Du musst echt alles mitnehmen aus so einem Gebäude, ne? Mhm. Und dann. Da denn. Können die Leute schon mal ein bisschen hier lernen? Ja, da kann ich nichts anfangen. Ist schon wieder eingepolt? Wo ist er denn? Ach, da. Na komm. Ach, Scheiße. Leuchtkugelgeschosse sind hammerlangweilig. Nehmen wir doch da nochmal rein.
Ach, Zombie als Maul. Oh, G17 Magazin. Oh, das ist gut. Und eine G17 gefunden. Oh, und noch eine AK, Alter. Würde sagen, ich schläge jetzt meinen ganzen Crap hier raus. Da ist ein großes Haus, da gehe ich rein. Wieso sind hier gerade so viele Zombies? Ich hab keine Ahnung. Obwohl sie auch weiter weg sind, ne? Hört sich das an, als ob die gleich da sind. Ja. Schieß ihn jetzt ab, Mann. Motorteile ohne Ende hier. Noch eine AK. Ey, weißt du, wie viel ich hier gerade finde? Das ist aber eine AKS mit Cobra-Visier. Die liebe ich. Ich glaube, ich nehme die AKS Cobra mit. Ja, hier sind Zombies in meinem Haus. Ich hoffe, du bist gestorben, du scheiß Zombie. Alter, ist die laut, die Waffe. Ey, die Zombies tümmeln sich gerade vor mir, vor meinem Haus. Dito. Hört ihr auch, ja? Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was denn? Sind nicht nur ein paar, es sind sogar gerade ganz schön viele. Ich meine, von mir Klappe kriegen zu müssen. Na, oh, wie viele AK-Magazine ich habe. Nochmal Cobra. Ja, Cobra ist das Gute gewesen. Ah, ich glaube, ich lasse es jetzt mit den Ausräumen. Obwohl, in so Dinger könnten Nachtsichtgeräte drin hängen. Nutze es. Wer weiß, wann man sowas wieder vorbeikommt. Oder da zumindest. Bis jetzt habe ich voll viele von so Dingern gefunden. Ui. Ach, warte mal, ich hab ja nicht. Ich bleibe im Haus. Und ich Glückspilz, laufen die vorbei oder laufen die rein? Ah, die laufen auch noch rein. Aber ich glaube, Nachttischgeräte findet man eher an Heli-Absturzstellen mehr. Ja, das glaube ich auch.
Halt, ich lass das jetzt gehen und mal schnell zum Flughafen. Vielleicht gibt es da irgendeine Waffe, irgendwie was Interessantes. Na, ja, wurde doch erklärt. Ach du Scheiße. Wie viel so ein scheiß Visier ausmacht, ja? Cooles Ding. Und mal Flughafen müsste in Richtung. Was mich wundert, gibt es hier keine Supermärkte mehr? Doch, gibt es. Ja? Ja. Die sehen auch noch genauso aus wie vorher. Weil da gibt es immer Karten. Okay, ich muss mich bandagieren, ey. Wir könnten mal. Oh, ich hab echt. Oh Mann. Hey, ich hab einen Backpack-Kojoten gefunden. Ach, nicht ein Backpack, ein Dings. Kojote-Backpack, genau. Also hier, Mann, diesen Armee-Rucksack. Nein! Leggio mio, ey. Was denn, bist du? Nein, noch nicht, aber ich bin gerade auf dem besten Wege. Was machst du? Oh, ich versuche zu flüchten. Oh, jetzt haben sie mir den Sieg auch noch versperrt. Raus, Könnt raus, ihr jetzt raus, hier bitte eine raus, Map drin sein? Verbandszeug, Bengalfeuer. raus. Oh, bloß raus. Hey, sag mal, Maps findet man gar nicht mehr, wa? Oh doch, es gibt schon welche. Ja, aber nicht mehr so oft. Aber die gab es ja generell nie wirklich, wirklich oft. Ah, doch, wir hatten die ziemlich oft gehabt. Okay, jetzt habe ich nur 13 FPS. Zu viele Tschernorus-Gebäude. Okay. Oh, ich hab ein Jagdmesser gefunden. Oh, Hab ich schon. sauber. Egal, nimm mal für dich mit. Wenn du bis dahin nicht irgendwie schon was anderes gefunden hast dafür. Hey, hier sind hammer viele Rucksäcke. Makarov. Braucht doch keiner. Meine G17. Ich habe eine Karte gefunden. Geht doch. Wunderbar. Wunderbar. Na, dann machen wir uns erstmal eine Übersicht, ey, wo wir gerade überhaupt sind. Oh, das ist ja angenehm. Ich nicht mehr mein hässliches Smartphone benutzen. So, wir gehen natürlich erstmal dahin, wo der rote Punkt ist. Okay, ich kann keine Punkte setzen. Scheiße. Hä? Normalerweise konnte man das doch mal machen, oder? Ja, ich glaube, das geht aber nur noch, wenn du GPS hast, glaube ich. Ups. Auf dem anderen Server in Chernarus ging's auch so. Naja, okay, man kann nicht alles haben, ne? Genau. Wäre ja, wenn denn, viel zu einfach.
Ja, warte mal. Ich bin da, wo ein kleiner See ist. Das könnte hier sein. Dann laufe ich jetzt vorne bis zur Straße, okay. Oh, guck mal, wie hell es jetzt auf einmal geworden ist wieder, Ja, ne? muss ich auch gerade denken, so. Ich sehe wieder Geil Schatten. hell geworden. So, ich würde sagen, dann hören wir hier mit dem Part wieder auf. Ah. So ist es halt in Daisy. Also Leute, sehen wir uns auch wieder in dem nächsten Part. Also, see you soon.